Moin, ich bin Simon. Ich bin ausgebildender Mediengestalter hier im Bennohaus. Ich bin Redaktionsleiter bei 48.1. Normalerweise höre ich ganz viel Elektro, ganz viel Rock. Alles, was eigentlich irgendwie mir Freude machen kann. Auch Hip-Hop ist dabei. Heute habe ich euch ein tolles Album mitgebracht. Das heißt 4x4=12 von Deadmau5. Hier. Ne? Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist aus dem Jahr 2010, wenn ich mich nicht ganz irre. Es ist auf Mousetrap Recordings, dem eigenen Label von Deadmau5, rausgekommen. Und es bewegt sich, Überraschung, im Bereich elektronische Tanzmusik. Ja, woher kenne ich Deadmau5? Wir schreiben das Jahr 2011. Ich war auf zweimonatigen Austausch in den USA. Mein Austauschschüler war zwar eigentlich eher im Hip-Hop angesiedelt, aber zwischendurch konnte man dann immer wieder irgendwelche merkwürdigen elektronischen Klänge aus dem Autoradio hören. Das war fast ausschließlich dann dieses Album hier. Ja, warum stelle ich euch dieses Album vor? Wir haben hier Lieder aus 3 Jahren Deadmau5, die einfach alle wild auf eine CD gehauen wurden. Das gefällt mir allerdings auch sehr gut, muss ich dazu sagen. Man hat hier einen relativ weiten Stilbereich innerhalb des Elektronischen, der abgedeckt wird. Wir haben hier Dubstep drauf vertreten, wir haben hier Elektro drauf vertreten, wir haben hier Progressive House drauf vertreten, wir haben hier knüppelharten Techno drauf vertreten und das alles in 11 Liedern. Ja, wenn ich euch einen Track empfehlen müsste, den ihr euch anhört, dann wäre das hier Track Nummer 9, Raise Your Weapon, mit Greta Swabo-Bach, die hier leider hinten drauf keine Credits gekriegt hat. Ja, warum ist dieser Track so besonders? Wir haben hier eine sehr gemischte Nummer. Wir fangen an mit sehr, sehr gechillten Progressive House. Wir hören am Anfang nur Klavier. Dazu kommt dann die sehr powervolle Stimme von eben erwähnter Greta Swabo-Bach. Dieser Track zieht sich dann aber immer weiter, kriegt auch irgendwann seinen Klimax, letztendlich in einem heftigen Dubstep-Break, der sowohl sehr unerwartet, aber auch gleichzeitig sehr erfrischend kommt. Generell ist es ein sehr schönes Lied, um sich klarzumachen, hey, was macht dieser Herr Maus hier überhaupt? Warum würde ich dieses Album weiterempfehlen? Es ist für viele Menschen gut geeignet, die eigentlich der elektronischen Musik eher abgeneigt sind und sich vielleicht doch mal ein Bild davon machen wollen, dass elektronische Musik doch durchaus sehr vielfältig und sehr gut sein kann, dass auch nicht jeder Elektrosong gleich klingt und außerdem finde ich das Artwork sehr cool.